So, einen wunderschönen guten Tag, da sind wir mal wieder. Ha. Ja. Na, du siehst wieder so begeistert aus. Ja. Du bist sowas von begeistert. Guck dir da an, den Scheiß hier da. Was ist denn das? Ja, guck mal da, nach Injektor hin. Nach dem Injektor hin? Nach dem Injektor hin. Ih, wieso ist das so ölig? Ja, genau. Was soll denn das? Guck mal, ich kann zaubern, ich hab einen Zaubermagnet. Na? Ja. Was kann der? Gold? Nee. Guck mal da. Kannst du mit dem Zaubermagnet kannst du so die Schraube rausziehen? Das ist ja doof. Und die war nicht losgedreht. Das ist ja doof. Ja. Was heißt das? Ja, entweder ist die Schraube unten abgerissen oder das Gewinde ist aus dem Zylinderkopf rausgerissen. Der ganze Injektor ist mit hochgekommen. Deswegen ganze Einspritzkrams, Diesel, alles raus. Auto läuft logischerweise nur 5 Zylinder. Aha. So, jetzt kann ich erstmal gucken, alles zerlegen, den ganzen Krams. Und dann müssen wir gucken, ob wir was von retten können. Oder ob es auch ein neuer Zylinderkopf wird. Oh, das kenne ich. Weiß nicht. Das kenne ich. Wieso kennst du das? Du hast doch gar keinen neuen Zylinderkopf gekriegt. Nein, aber fast. Alles das, was Schiete, drin ist. Schiete. Du, wie heißt das immer? Es kommt auf die inneren Werte an. Ja. Ne? Ja, der Rest funktioniert noch. Was meinst du damit? Ja, Rest vom Auto läuft noch. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir halt so ein bisschen gucken, ne? Was kostet denn so ein Spaß? Kann ich ehrlich gesagt noch nicht genau sagen, ja. Weil ich ja noch gar nicht weiß, was jetzt alles wirklich kaputt ist. Oh. Aber ich schätze mal 1.000, dann wäre es locker bei los. Naja, gut. Guck mal, Injektor müssen wir angucken, prüfen, ob der in Ordnung ist. Mhm. Sonst kostet uns Injektor ja schon 300-400 €. Mhm. Ne? Mhm. So, ein paar Schrauben, ein bisschen hier, ein bisschen da, eventuell einen neuen Ventildeckel. Ich weiß nicht, wie doll der da drin rumgearbeitet hat. Mhm. Ventildeckel sind aber aus Kunststoff, die können nicht so viel ab. Ach so. So ein Ding schätze ich auch mal eben so kleine 150 € so. Mhm. Naja, ein paar Dichtungen, wie gesagt, ein paar Schrauben, bisschen hier, bisschen da, bisschen Zeit. Ja, ne? ja. Weil ich ja. möchte auch irgendwie ein bisschen bezahlt werden. Warum? Weil ich das Ganze hier nicht ehrenamtlich mache. Achso, ich dachte auch Spaß an der Freude. Nein, gut. Ja, so ist das. Ja, so, ne? Erzähl mal hier. So, mit deinem Bus, ne? Was ist denn damit los eigentlich? Erstens ist das nicht mein Bus. Ja. So. Ist ein Kundenauto. Mhm. Ja, ist halt, ich sag mal, eine günstige Restauration. Es sollte jetzt keine Restauration so 1 plus werden oder sowas, weil das ist ja auch immer eine Geldfrage und der Kunde möchte das Auto später auch gerne nochmal benutzen und nicht gleich, sag ich mal, einen Herzinfarkt kriegen, wenn er damit mal unterwegs ist und es fängt an zu regnen. Mhm. Ja, und wie du siehst, lackiert ist er schon wieder. Ich bin beim Zusammenbauen. Aha. Ja, aber das nimmt halt alles unglaublich viel Zeit in Anspruch, was ich zu Anfang ehrlich gesagt auch nicht so bedacht habe. Mhm. Aber jedes Teil, was du einbaust, musst du ja irgendwie sauber machen, aufarbeiten, neu lackieren, sowas halt alles. Mhm. Und das dauert halt alles, gefühlt eine Ewigkeit. Mhm. Ne? Aber da wird es demnächst ja ein paar Videos zu geben. Ja. Aber erstmal müssen wir da ein bisschen was vorarbeiten, weil das bringt ja auch nichts, wenn wir da jetzt irgendwie ein Video machen und dann dauert das 8 Wochen, bis das nächste kommt. Dann fragen die Leute auch, was macht ihr da eigentlich und warum geht das nicht weiter? Das stimmt. Ein bisschen was haben wir schon vorbereitet. Ein bisschen was haben wir schon, ja. Ja. Und ansonsten, wie so umtürmt sich die Reifen hier bis zur Decke. Reifenwochen? Ja, Reifenwochen. Oh, und der Bremsenprüfstand türmt sich. Ja. Oh, Strahlkabine türmt sich. Alles türmt sich. Oh, du hast zu wenig Platz. Ja, nichts. Wenn da draußen jemand ist, der mir gerne eine neue Werkstatt sponsern möchte, gerne melden. Bin ich immer gut zu haben. Oh. Da liegen auch noch ein paar Reifen. Ja, alles voll hier. Hier draußen ein paar Reifen. Ja, wie das halt immer so ist. Junge. Muss ich mal zum Wochenende einen Reifentag machen. Ne? Wird mal Sinn machen. Siehst du. Guck mal, unser kleiner Golf ist auch wieder da. Ach, vom Lackierer zurück. Ja, vom Lackierer und aus dem Winterquartier. Ja. Der, weil wir den Winter über in der Scheune stehen hatten. Und jetzt muss ich noch Rest sauber machen. TÜV muss er noch haben. Und dann muss uns das gute Stück leider verlassen. Ja. Also wer Interesse hat, gerne melden. Angebote werden gerne entgegengenommen. Realistische Angebote. Also Leute, ne, kommt mir nicht mit 3,5 oder so, dafür gibt's den nicht. Hast du mal ein paar Eckdaten? Ja. Eckdaten. 89er Baujahr, 70.000 Kilometer. Mit Service-Historie, erste Hand, 1,3er NZ-Motor, 55 PS, nagelneue Kompletträder, nagelneues Fahrwerk, nagelneuer Auspuff, aber alles rückrüstbar
Originalräder und Rückleuchten sind auch vorhanden. Kriegt selbstverständlich komplette Hauptuntersuchung mit Haarabnahme. Das Ganze ist also auch auf H-Kennzeichen fahrbar, sodass es noch ein bisschen günstiger wird. Das hört sich gut an. So, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Drei und? Türen, Manhattan-Aufstellung, wie es draufsteht. Wollen wir noch mal einen Blick reinschmeißen? Ich hole den Schlüssel. Ja. So, bitteschön, der Herr. Oh, das sieht ja aus wie neu. Ja. Oh, supi. Nee. Supi. Was hattest du eben gesagt? Wie viel PS? 55. Das stimmt doch gar nicht. Nee, stimmt, wir haben ihn ja gemessen. Er hat ja 60. Siehste? Aber sag das nicht nach, sonst hält dich der Schutzmann an und sagt, du hast eine illegale Leistungssteigerung. Oh, vom Werk aus. Vom Werk aus, genau. Ja, der Audi. Hatte ich ja Motor mit Getriebe mal rausgenommen, weil Motorschaden. Das ist mittlerweile alles soweit wieder fertig. Getriebe ist von der Überholung zurück, Motor ist von der Überholung zurück. Jetzt muss ich halt nur die Zeit finden, dass ich das alles nochmal wieder zusammenbaue. Weil an so einem V8 Motor, da sitzen natürlich auch so 1 bis 35 Anbauteile, die du da irgendwie so wie so ein Tetris-Meister ranknobeln musst. Und wenn ich das habe, ja, dann geht's, kommt das gute Stück rein. Ja. Und dann bauen wir das wieder in. Sehr schön. Das ganze Triebwerk. Ist das denn eigentlich auch ein Kundenfahrzeug? Ja. Der steht schon länger, wa? Der Kunde bin ich. Das ist der Spender für den BMW, für den V8. Ach so. Da. Falls ihr den BMW vermisst, der steht da in dem Zelt. Weil du Platz für den Bus gebraucht hast? Genau, weil ich Platz für den Bus gebraucht habe. Und der Bus war erstmal wichtiger, ist halt Kundenauto, muss irgendwie mal fertig werden. Mhm. Deswegen muss der BMW wieder mal warten. Deswegen gibt es auch keine Videos zum BMW. Ah, und dann steht vorne ja auch noch was, was du ja auch noch vorher einbauen musst, wenn der Bus fertig ist eigentlich, ne? Vorne? Einbauen? So, hier das übliche VW 1.2er TSI, Scheuerkellerrassel. Du meinst dieses kleine Ding hier? Ja, genau, das meinte ich. Ja. Eine kleine Hebebühne. Ja. Ja, die müssen wir dann irgendwann auch nochmal mit einbauen, ja. Ach, Nur zu tun. Ja, ne? Viel Arbeit, wenig Zeit. Ja. Aber soll man sich beschweren über solche Luxusprobleme? Nein. Ich glaube nicht. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Gerne Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.